Hallo? Ja, Leute, schaut euch gleich mal an hier. Ich bin ja ein Tesla-Fan. Und hier habt ihr wirklich hier mal die Symbole. Ich weiß nicht, was die eigentlich bedeuten. Das Hauptdisplay. Und hier die anderen Knöpfe sind die hier Türenknöpfe hier. Alles andere ist Touch. Wahnsinn. Ach, Was soll ich hier machen? 52. Man plaudert halt zu viel, ne? Aber ich ja eh letzte Runde da, ich ja Feierabend. Hast halt 3 Minuten. Gestern war ich auch ein bisschen zu spät, Man plaudert halt zu viel beim Bus, ne? Man plaudert zu viel. ja. Und dann passiert's. Alter Touch. Oh Mann, ey, da spürt man echt hier. Da ist nichts gegen den Diesel drin. Und das Geräusch ist auch viel schöner, oder? Das ist, Man denkt, man fährt eine Straßenbahn, eindeutig. Doch. Wenn die Waschmaschine läuft, elektro alles, ne? Hört man auch. Ist ja so. Ja, genau. Deshalb hört man auch den Elektromotor ein bisschen. Und Geräusche kommen dann vom Reifen, vom Ja. Klappern, das alles noch ein bisschen. Ja, im Bus kommt auch das ganze Klappern von den ganzen Haltestangen, ne? Die Schrauben, die nicht ganz festgezogen sind, hört man dann auch. Einschlafen alle, wenn die Fahrgäste. Wenn keine Geräusche kommt. Wenn man sich da nicht festhält, fliegt man nach hinten, wenn man steht, eindeutig. Oh, da ist viel besser als der Diesel Solaris. Ne? Solaris ist auf einmal wieder gut geworden, ne? Muss nur der richtige Antrieb sein. Kann man nicht mal sagen, Solaris ist scheiße. Ne? Und ich habe euch schon gesagt, seitdem ihr Elektroautos testet, ihr müsst Solaris holen. Das ist der richtige. Nix Ebusco oder Heulitz oder VDL. Solaris. Hier hinten kann man gut noch Taschen ablagern auf diesem großen Ablage hier. Man kann sich hier gut auch in die Ecke stellen. Natürlich wieder auch hier eine Tür. Man kann diese Weinwand dran behalten, weil einfach kein Ton hier auftaucht hier. Nix, null, nada.
ganz knapp überlegt. Michael, sagt die meisten wissen nicht, dass der aus dem Bahnhof fährt. Nee. Ja, auch die Türen elektrisch sind, macht überhaupt keinen Krach, wenn da irgendwas geöffnet wird. Mhm. Ja, am Ende. Die waren so laut, ne? Ja. Ich weiß nicht, was war das für eine. Bei dem hat die Tür so laut gefunden. Laut gepiept auch, ne, beim Zugehen. Ich glaube, das war der Busco. Ich meine, der Busco war der einzige Bus mit einer Tür nur. Alle anderen hatten alle zwei hinten. Ja. Ach, ich kann es leider herausfinden. Ich habe ja zu jedem Bus ein Video gemacht. Dann finde ich den Bus schnell wieder. Ihr Bus, kann das sein, ne? Ich habe jeden Bus gefilmt, ich kann dann schnell wieder herausfinden, welcher das war. Den VDL habe ich als Video, den Ebusco, den Heulitz und jetzt sogar auch den Mercedes. Der VDL war okay, oder? Ja, ja, der ist ja genauso gewesen wie der hier mit dem Display, ne? Der VDL, der VDL war auch in Ordnung. Okay, der VDL war gut, aber was ist mit denen jetzt? In Hanau wissen die Leute nie, was sie wollen. VDL war okay, aber der hat wenig Kilometer gehabt, ne? Ja. Reichweite. Aber der Busco, ne? War auch, glaube ich, einer sehr gut da gewesen. Der Busco war gut. Über Heulitz weiß ich leider nichts. Der Busco haben wir den ganzen Tag gefahren. Und ja, der habt ihr ja nochmal geholt für das, Ja, für den, damals, wie heißt der? Ach, keine Ahnung. Und da habt ihr dann nochmal ausgeliehen, auf jeden Fall. Mal gern. Ihr wusstet, das war auch eine holländische. Ja. Gesagt, in Holland haben die zusammengebaut. Ja. VDL-Teile sind auch da drin. Ich fahr bis Bahnhof und dann fahre ich wieder ein Stück zurück, ja. Und morgen sehen wir uns vielleicht auch nochmal. Ja, bestimmt. Ja, muss man den Bus wieder verabschieden, dann wird er wieder abgeholt am Montag. Aber am Samstag kann man hoffentlich auch wieder mit ein bisschen mehr Menschen testen, ne? Und auch durch die Fahrstraße, durch die Nürnberger Straße, die Leute, ob die ihn hören. Ja.
Wenn der Bus mal richtig und voll besetzt ist, dann machst du auch nochmal einen guten Test. Anstatt wenn er noch nur zu leer ist. Ja. Da fahren die meisten ja auch oft in die Innenstadt vom Bahnhof her, ne? Ja, meistens, aber. Da ich ja oft. Ich kann ja übrigens nachmittags, ne? Ja. Da hört ja doch alles zu. Naja, aber trotzdem wollen ja irgendwie, ne, die Leute, die am Bahnhof ankommen, die wollen ja immer mit dem schnellsten Bus zum Freiheitsplatz, ne? So, und da ist halt auch, und wenn halt der Bus hier gerade steht, dann steigen die einfach hier ein, ne? Man hört, okay, der fährt zum Freiheitsplatz, alles klar, steige ich ein. Meistens, die wollen oder zum Bahnhof oder zum Freiheitsplatz. So, dann sehen wir uns morgen nochmal. Okay, mach's mal gut, ne? Ja, schönen Feierabend, ja. Ja, danke. Ja, morgen sehen wir uns nochmal. Jetzt gleich mit Innenmann abfahren. Natürlich gleich komplett schnell. Ciao, ciao. Das war's dann auch wieder mit diesem Video. Das Solaris ist wahrscheinlich wieder der beste von allen. Definitiv. Da die HSB schon lange Solaris fährt, auf jeden Fall. Schaut euch noch ein paar andere Videos dazu an. Ich habe noch viele andere Elektrobusse hier gefilmt. Einfach die Playlist angucken. Und den Bus auswählen, den ihr ansehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.